Mit dem ersten Doppelfehler gibt die Japanerin gleich ihr erstes Service ab mit zurück. Schöner Punkt von Ai Sugiyama. Und holt sich hier postwendend das Rebreak. Das kann im Spiel nur gut tun. 2-1 Führung. Dementjeva im ersten. Oh, lässt sich doch gut an. Schöne Rallye, schöner Punkt von Ai Sugiyama. Oh, klasse gespielt. Erst diese Rettungsaktion von Sugiyama, wenn es dann eng wird auf der Rückhand. Tolle Return von Dementjeva. Doch im Grunde immer alleine ist. Oh, zu Null gibt Ai Sugiyama ab. Oh, super aufgepasst gepasst von Elena Dementjeva. Mutter Vera schon fleißig beim SMSen. Wahrscheinlich. Über 112 Kilometer schnell. Gestern hatte sie Aufschläge, die waren langsamer als 100 Kilometer. Und da ist es dann im Nachfassen. Knapp 20 Minuten gespielt. Das ist ein leichter Tag im Büro heute für Elena Dementjeva. 6-1 Führung gegen Ai Sugiyama. Denken, das ist ihr zweiter Aufschlag. Und gleich ein Doppelfehler beim ersten Punkt, der im zweiten Satz ausgespielt wird hier. Oh, zwei Doppelfehler in einem Spiel. Das ist einfach zu viel. Noch keine Trendwende. Bei diesem Zeitlupenaufschlag. Der war nur 94 Stundenkilometer schnell. Den macht sie. Ah, den macht sie. Der ist es. Weit im Aus.
auch wenn Demme hier wieder einen leichten Vorhandfehler macht. Und der ist es? Nein, ist es nicht, aber der dann zum dritten Mal. Klasse. Und tschüss. Ah! Was für ein Fehler. Und dann bei so einem wichtigen Punkt. Der längste Ballwechsel. Sie macht den Fehler. Ein Vorteil sein. Bei dem hier war 15 Ball. Schön gemacht von Sugiyama. Also der war schon so langsam, da ging schon ein Raunen durch die Zuschauer. Wahnsinn, was für ein Ballwechsel, der weckt alle hier auf. Und ich hoffe, das ist nicht nur, ist es auch einer der besten Aufschläge auf der Tour. Ja, wenn sie den ersten trifft und wenn sie die Traute hat. Und das war diese tolle Rallye vorhin, der schönste Punkt des Matches bisher. Davon würde ich gerne noch viel, viel mehr sehen. Genau.
Sugiyama ist noch in diesem Match, in diesem zweiten Satz, mal wieder ein Spielgewinn. Immerhin, der hatte 114 km/h. Ja, da kann ich dementsprechend mal verstehen, das ist, die wissen es, die Linie, die wir einsehen von hier oben. 5 beide. Rivalin auch von Steffi Graf, jetzt die Japanerin. So, ob das ein Vorteil ist, wage ich fast zu bezweifeln. Dementjeva serviert bei 5:6. Einfach blendend, ja, wenn sie da vorne ist, dann ist sie in ihrem Element. Bezeichnend, Dementjeva gibt ab mit Doppelfehler mit dem Service zu Beginn. Toller Ballwechsel. Weder für Dementjeva, was nicht verwundert, aber auch nicht für Sugiyama. Das waren schlappe 97 Stundenkilometer beim Aufschlag von Dementjeva. Das ist keine Halluzination von mir.
Das Spiel wird besser, ich bleib dabei. Toller Ball von Dementjeva. Die ist schon richtig von Sugiyama. Und der dritte Brickball, der reicht dann. Er war sehr lang. Von Ai Sugiyama. Oh, klasse Ding, es wird besser, es wird einfach besser. Das war klar und dann macht sie den kurzen und hat das Glück. Aus der Luft, was nur geht. Ja, der musste kommen in dieser Situation. Nun kämpft dieses dritte Spiel ganz bestimmt eine Weichenstellung. In jeder Rallye. Oh, was für ein Spiel der Japanerin. Gerade ein Marathonspiel gesehen, das dritte in diesem dritten Satz, das so typisch war für das, was Ai Sugiyama kann und was sie drauf hat. Die lag 0:40 hinten, einen guten Volley unterbringen. Das Volley-Spiel ist heute nicht allzu gut bei ihr. Wir haben schon den einen oder anderen katastrophalen Fehler. Ein super Ballwechsel und dann der Fehler bei Sugiyama, die diese Rallye dominierte. Elena Dementjeva erholt von dem dritten Spiel, das so gegen sie lief. Ah, das ist jetzt klasse.
drei, vier Wechsel später ist dieser Vorteil längst dahin und dann den der Mönche war nicht mehr so frisch. Und ich frage mich, warum sie die Rallyes nicht kürzer macht. Die 14. in diesem Match für Dementjeva hat bislang erst 6 Breaks geschafft. Weit im Aus realisierbar sein, denn viele Turniere laufen mit mittel- oder langfristigen Verträgen. Da kann man von heute auf morgen nichts ändern. Wieder vorne, da haben wir sie lange nicht gesehen. Schöne Aktion, Spielball. 3-3. Ja, schöner Punkt. Gewinnen will und ins Halbfinale von Zürich einziehen will. Also richtig frisch, sieht die 22-Jährige nicht mehr aus. Und auch wenn sie wieder nicht dem Ball hinterhergeht, das Break für Dementjeva war das zweite in Satz Nummer 3, das 7. in diesem Match. Aber die immer noch heiß ist auf den sportlichen Erfolg. Wir sind knapp 2 Stunden unterwegs in diesem Match, das eine Menge Tiefen, aber auch einige Höhen gesehen hat. Glänzend, der ist so schwer aus dem Laufen heraus gegen die Laufrichtung als 3-Volley. Wenn der Fehler bei Dementjeva war, dann meistens auf der Vorhand. Und da ist es. Ja. In diesem Spiel, in ihrem eigenen Aufschlagspiel, den 10. in diesem 3. Satz. Vom Linienrichter. Da hatte Dementjeva schon fast abgeschaltet, macht dann doch den Punkt. Nach wie vor noch kein Ass, weder für Sugiyama noch für Dementjeva. Auf Nummer sicher. Sie ist die Erste, die die Ecke sucht und findet. Ah, das ist jetzt gut, was die beiden hier spielen. Auf dem Platz.
immer Probleme mit dem Rücken, nicht nur sie, das ist so eine Problemzone bei den Tennisspielern. Der Rücken, die Knie. Ah, der muss nur rüber. Weit, weit im Aus. Oh, die geht langsam. Und die hat irgendwas und die ist nicht in Ordnung. Vielleicht ruft sie jetzt ein Physio. Ja. Ja, ist es denn die Möglichkeit? Mit einem zweiten Aufschlag schafft sie das erste Ass in diesem Match und damit zwei Matchbälle für die 22-jährige Russin. Ironie des Schicksals. Und da ist sie völlig konsterniert, die gute Alsugiyama. Sie kann es wahrscheinlich nicht fassen. 2 Stunden und 12 Minuten gespielt. Ein hartes Stück Arbeit für Elena Dementjeva. Aber das ist es immer, wenn man gegen Alsugiyama ran muss. Das war kein Überraschungsei für Dementjeva heute. Und die wird die Pause brauchen, die Pause bis morgen. Sie hat es geschafft als Erste in Zürich 2004. Sie steht im Halbfinale.